Am Computer ist das Dreieck CFA so, dass die Distanz zwischen A und F 12 cm beträgt, die Distanz zwischen C und F 18 cm beträgt und die Distanz zwischen A und C 25,2 cm beträgt. Auf der Leinwand misst die Seite AC 210 cm. Frage: Wie lang sind die Seiten AF und CF auf der Leinwand? Hier die Angaben. Und gefragt werden diese zwei Distanzen zwischen A und F und zwischen C und F. Bezeichnen wir die Distanz zwischen A und F mit x und wir werden sie in Zentimeter ausdrücken und die Distanz zwischen C und F mit y, die wir ebenfalls in Zentimeter ausdrücken werden. Diese zwei Dreiecke sind ähnlich, wir sind also in den Hypothesen vom Thalessatz und können anwenden zum Beispiel groß x geteilt durch klein 12 gleich groß 210 geteilt durch klein 25,2. Aus dieser Gleichheit schließen wir, dass x gleich ist zu 210 mal 12 geteilt durch 25,2. Also ist x gleich 100 und demzufolge ist dieser Abstand zwischen A und F gleich 100 cm. Wir machen dasselbe mit dieser Seite y. Es gilt groß y geteilt durch klein 18 gleich groß 210 geteilt durch klein 25,2. Aus dieser Gleichheit schließen wir, dass y gleich ist zu 210 mal 18 geteilt durch 25,2 und das macht 150. Demzufolge ist der Abstand zwischen C und F gleich 150 cm.